Gut, ich möchte heute Abend etwas zum Thema der Sammlung sagen. Ich möchte etwas über den Stellenwert und über die Unentbehrlichkeit von Sammlungsmeditation sprechen. Viele von euch sind lange dabei, wissen, dass die Diskussionen, was zuerst kommt und wie viel Sammlung man braucht, bevor Einsicht fruchtbar wird, endlos sind. Sie gehen genau genommen auf die Lebenszeit des Buddha zurück. Wir finden in den Tiefen der angereihten Sammlung eine kleine Passage, in der der Buddha seinen Schülern und Schülerinnen ans Herz legt und man stellt sich vor, dass seine Stimmlage beschwichtigend ist dabei, dass es einige Leute gäbe, die würden Sammlung entwickeln und mit Sammlung schließlich Einsicht, dass es andere Leute gäbe, die würden erst Einsicht entwickeln und danach Sammlung, und dass es eine dritte Sorte gäbe, die beides gemeinsam entwickelt. Es ist leicht, sich vorzustellen, unter welchen Umständen eine solche Darlegung notwendig gewesen sein mag. Wir können das nur spekulieren. Aber es ist anzunehmen, dass sich die Herren Mönche gebalgt haben über die Abfolge von Sammlung und Einsicht. Und dieses Balgen hat im Wesentlichen nicht nachgelassen in den letzten 2500 Jahren. Es dauert eigentlich noch an. Ich kann euch versichern, dass sowohl publizierterweise als auch sub rosa gibt es nach wie vor eine ganze Reihe von Diskussionen und auch durchaus streitbar geführten Diskussionen über das genaue Maß an notwendiger Sammlung, bevor Einsicht fruchtbar wird, über die Definitionen von Einsicht, über den Sinn von Einsichtspraxis ohne Sammlung und den Sinn von Sammlungspraxis ohne Einsicht. Das geht alles noch weiter. Nichts hat sich im Wesentlichen geändert. Und ich werde mich in diese Reihe streitbarer Gestalten einzuordnen, die ihren Senf zu diesem Thema geben. Wenn wir uns die Vorstellung des Geistes anschauen, wie sie der Buddha antrifft, in der Geistestradition, die ihm als Hintergrund dient, dann geht die gesamte, nennen wir sie mal, yogisch-upanishadische Tradition davon aus, dass es in unserem Geist eine Polarität gibt. Diese Polarität besteht einerseits aus einer bewegten Oberfläche, eine, wir würden sagen, diskursive Benutzeroberfläche dieses Geistes. Ja, da wird gedacht, da gibt es Konzepte, Begriffe, Bilder, Vorstellungen, Wahrnehmungen. Die sind alle mehr oder weniger konturiert, texturiert, die haben einigermaßen deutliche, quasi wie Handgriffe. Und diese ganze Ebene, Schicht, diese ganze Dimension unseres Geistes ist nie ruhig. Die Prozesse des Geistes sind nie wirklich ruhig. Die Wasseroberfläche ist immer gewellt, ist immer bewegt. Manchmal ist sie still und manchmal ist sie stürmisch, aber sie ist auf jeden Fall immer bewegt, beweglich. Sie ist hochgradig reagibel, ja, sie springt an. Es ist nach den Darlegungen des Buddha ganz natürlich und völlig unumgänglich, dass dieser Geist denkt. Ja. Dass dieser Geist produziert Wahrnehmungen, produziert Gedankentätigkeit, produziert Begrifflichkeiten zu den Dingen, die ihn sensorisch über die fünf äußeren Sinne affizieren. Was uns als Sinnestätigkeit durch Hören, Riechen, Sehen, Schmecken, Spüren berührt, zu diesem beginnen wir Wahrnehmungen zu formen, und auf der Basis dieser Wahrnehmungen kommen wir zu Begriffsbildungen, und auf Grundlage dieser Begriffe kommen wir ins diskursive Denken. Manchmal ist dieses diskursive Denken mehr so plupp, 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 da passiert nicht viel. Und manchmal, wenn die emotionale Ladung etwas stärker ist, dann macht das nicht plupp, sondern dann macht das wupp, ja, dann geht die Geschichte hoch oder es nimmt zu. Welches Maß dieses Denken zu welcher Form es aufläuft, hängt im Wesentlichen von der emotionalen Charge ab, die mit unseren Begriffen und Gedankenformen verbunden ist.
aber dass der Geist begriffliche Ausformungen pflegt auf der Basis dessen, was er spürt, riecht, sieht, schmeckt, hört, das ist völlig unentbehrlich, beziehungsweise es ist unabänderlich. Der Buddha geht davon aus, dass dieser Geist denken muss, dass es in seiner Natur ist, dass wir nicht nur die Erdbeeren schmecken und kosten und genießen, sondern dass wir auch wissen wollen, wie viel sie gekostet haben, wo sie herkommen, zu welcher Jahreszeit sie wachsen, wie die Leute aussehen, die sie angebaut haben, wie es denen geht, ob die verheiratet sind und so weiter. Ja. Etwas in uns will eine Geschichte. Wir wollen nicht nur die Süße der Erdbeere, wir wollen eine Geschichte zu der Süße. Wir wollen eine Story. Wir brauchen eine Erzählung. Dieser Geist sucht Sinn, er sucht Bedeutung. Das ist vielleicht die Profanisierung unserer Erleuchtungsnatur, dass dieser Geist vollends erkenntnisfähig ist und sich versucht, einen Reim auf seine Erfahrungen zu machen. Davon ist die quasi die Trivialversion davon, ja, ist unser Geschichtengeist, der uns als Meditationshindernis begegnet. Da fiebt oder zwitschert irgendetwas und wir machen eine kleine Geschichte nicht. Ob das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen, ob es eines mit gelbem Schwänzchen oder mit grünem Brüstchen oder, ja. Wir wollen eine Geschichte. Und ihr kennt diesen Geist, der taucht immer wieder auf. Je mehr ihr ihn fastet, diesen Geist, umso verzweifelter sind er nach Möglichkeiten, sich eine Geschichte zusammenzuspinnen. Und in dieser scheinbar trivialisierten Version von Geistestätigkeit steckt ganz, ganz tief drin, steckt unsere Erleuchtungsnatur, dass etwas in uns zutiefst fähig und zutiefst willens ist, zu verstehen. Wir sind sinnsuchende Wesen. Zurück zu dieser diskursiven Benutzeroberfläche unseres Geistes. Ja, westliche Geisteswelt spricht über diskursives Denken, spricht über Gedankentätigkeit, spricht über das Denken, spricht, je nachdem aus welchem Blickwinkel ihr da drauf schaut, über Hermeneutik oder wir versuchen mit Hilfe einer Ordnung dieser Gedankentätigkeit zum Beispiel Erkenntnisse zu gewinnen, Schlussfolgerungen zu ziehen, Korrelationen herzustellen, Dinge abzuleiten. Wir versuchen logisch oder analytisch in diese scheinbar chaotisch so pilzartig sich ausbreitende Denktätigkeit, versuchen wir Ordnung zu bringen. Davon haben wir eine ganze Reihe von interessanten Systemen hervorgebracht hier im Westen. Aus Sicht der indischen Tradition, die übrigens mit großem Enthusiasmus ähnliche Systeme hervorgebracht hat, schon eine ganze Weile früher, als wir uns da dran gemacht haben. Die Inder haben sehr viel früher über Logik und Grammatik und Erkenntnistheorie nachgedacht, als irgendjemand das hier im Westen getan hat. Dennoch ist aus einer yogischen Sicht das immer nur der eine Pol unseres Geistes. Egal wie schlüssig diese Systeme, wie umfassend sie zu sein scheinen, das ist immer noch quasi die Oberflächenwirklichkeit dieses Geistes. Der andere Pol wird von diesem Gedenken nie erreicht. Denken reicht nicht hinab in diesen anderen Pol. Dieser andere Pol, nennen wir es mal den tiefen Pol, das ist der Pol, an dem Sammlung stattfindet, an dem der Geist nicht in einer Vielheit, in einer Differenziertheit und in Komplexität sich äußert, sondern das ist der Ort, wo der Geist zusammenkommt. Das Wort dafür ist Samadhi. In buddhistischer Tradition ist das einfach ein generischer Begriff für irgendeinen bestimmten Grad an Sammlung. Die yogische Tradition braucht dieses Wort für einen sehr erhabenen Grad an Sammlung. Dort ist er sehr spezifisch. In buddhistischer Tradition bedeutet das Wort Samadhi einfach zusammengefügt. Es bedeutet etwas, was gestillt ist. Es sagt noch nicht, wie gestillt, es sagt einfach Stillung. Und die Übung, die dorthin führt, ist eine Praxis, die nennt sich Samatha. Ja, wenn ihr versuchen wollt, diese beiden Begriffe auseinanderzuhalten. Samatha als die Übung, Samadhi als der Grad an Gestilltheit, der durch diese Übung zustande kommt. Dieser andere Pol, das ist der Ruhepol des Geistes. Dort ist der Geist geeint.
Das ist ein Begriff, der vielleicht ganz wichtig ist. Geeint, Eko di Bhava, er ist eins geworden. Oder er ist eins gerichtet, Ekagata. Ja, er hat sich ganz auf eines ausgerichtet. Die Differenziertheit, die Komplexität, das Auseinanderstreben von Einzelaspekten unseres Lebens ist weg. Ja, dieser Geist ist ganz, ganz innig geworden und hat sich versüßt. Jetzt die yogische Tradition geht davon aus, dass diese Möglichkeit, dieser zweite, dieser Tiefenpol immer da ist. Was uns davon abhält, ist unsere Insistenz, nur auf dem einen Pol uns zu bewegen. Es ist so, wie wenn wir in einer Schicht leben, in der auf der oberen Seite suchen wir das Gelände ab und da wächst nichts. Das Gras, das wächst auf der unteren Seite sozusagen. Und egal wie weit wir laufen, egal wie tief wir suchen, solange wir nicht bereit sind, die Seiten zu wechseln, wächst kein Gras. Versteht ihr? Jetzt die Tücke des Objektes liegt darin, dass wir uns dieses Tiefenpols nur gewahr werden, wenn wir bereit sind, zeitweilig aufzuhören mit der Beschäftigung unserer Aufmerksamkeit im Oberflächenteil. Erst dann wird es möglich, dass dieser Geist sich in einer Weise zu beruhigen beginnt, wenn ich zeitweilig zumindest aufhöre, ihn zu füttern mit den Dingen an der Oberfläche. Solange ich versuche, die Oberfläche zu stillen, solange ich versuche, die Oberfläche mir in sinnfällige Systeme zu fassen, solange ich versuche, diese Wellen zu glätten, der bewegten Oberfläche, die Ordnung in der Komplexität zu finden, das Chaos auszubügeln, solange werde ich die Tiefendimension, den tiefen Pol von Sammlung nicht erfahren, weil es in der Natur meiner Aufmerksamkeit liegt, dass sie die Tiefe nicht versteht, solange sie den Dingen an der Oberfläche nachrennt. Dieses Modell ist nicht eine Erfindung des Buddha, das ist in der yogischen Tradition bereits relativ deutlich ausgeprägt und findet auch parallel und nach dem Buddha weiter Ausprägung. Der Buddha hat dieses Modell übernommen. Er hat ganz klar die Praxis der Geistesschulung in Hinsicht auf Stille, auf ruhiges Verweilen, auf Gesammeltsein empfohlen. Er hat es geübt und genau genommen, wenn wir in den Lehrreden nachschauen, dann ist viel häufiger die Rede von solcher Art von Meditation als von Vipassana-Meditation. Es ist unverkennbar, dass er großen Wert auf diese Sammlung des Geistes gelegt hat. Jetzt, weshalb? Lass mich zurückkehren auf eine Narrative, in der wir stecken heute. Wir sind in einer Zeit, in der die Tradition buddhistischer Meditationen, so aus der frühen Ecke des Buddhismus, ganz stark beeinflusst werden von einer Bewegung, die aus Burma kommt. Und in dieser Bewegung ist die Vipassana-Komponente, der Vipassana, der Einsichtsaspekt von Meditation, ganz stark betont. Das ist eine sehr wirkungsvolle, aber viel, viel jüngere Interpretation, als wir uns vielleicht bewusst sind. Ja, nur weil das bei uns hier im Westen die buddhistische Meditation schlechthin ist oder eine eigene Tradition zu begründen behauptet. Ja, ich setze den Begriff Vipassana-Tradition hier bewusst in Anführungszeichen. Nach mir gibt es keine solche Tradition. Das ist eine relativ neue Betonung. Das ist eine relativ neue Ausprägung. Die ist keine 150 Jahre alt, um ehrlich zu sein. Was Menschen vorher gemacht haben, das ist nicht ganz so klar. Aber wenn wir die Texte anschauen, weil das ist das Einzige, was wir haben, dann ist offenkundig, dass das eine relativ neue Ausführung ist. Ich vermute, dass Menschen zu allen Zeiten auf der Basis dessen, was der Buddha dargelegt hat und auch andere meditative Traditionen mit Hilfe einer mündlichen Überlieferung und einer Praxislinie auf Wege und Mittel der Erkenntnisgewinnung und der Geistesgestillung gekommen sind. Ich vermute, das ist der Fall gewesen in 2500 Jahren. Wo immer ich in die buddhistische Tradition hineinzublicken vermag, scheint mir das der Fall zu sein. Ob ihr das bei den Chinesen macht oder den Japanern oder den Tibetern, da gibt es
so lokale Traditionen. Wir stecken auch in einer solchen lokalen Tradition. Und es mag interessant sein, einfach mal zurückzugehen. Was sind denn die Rollen zum Beispiel von Sammlung? Was ist die Rolle von Geistesstille? Die Rolle von Geistesstille ist zuallererst einmal, dass sie uns nicht wirklich erleuchtet macht. Das ist etwas, was der Buddha ganz klar sagt. Er sagt, egal wie gut deine Geistessammlung ist, es macht dich nicht frei, deinen Geist sammeln zu können. Das Einzige, was dein Herz befreit, ist Einsicht, ist Erkenntnis, ist Weisheit. Das ist der große Beitrag zu buddhistischer Meditation. Das ist oft das, was buddhistische Meditation zu solcher macht, ist der die Komponente von Weisheit, die Komponente von Ergründen, die Komponente von Untersuchen, die Komponente von Einsicht. Und so sagt der Buddha, im Gegensatz zu den Traditionen, aus denen er herauswächst, Traditionen, von denen zumindest eine yogisch gewesen ist und die andere wahrscheinlich upanishadisch, sagt, dass es darum geht, den Geist ganz, ganz still zu machen. Und wenn es uns gelingt, den Geist ganz, ganz still zu machen, dass wir dann frei sind. Und der Buddha sagt das Gegenteil. Er sagt, egal wie still du den Geist machen kannst, wirklich frei wirst du nicht dadurch. Alles, was passiert ist, du erfährst sehr außerordentlich erhabene Zustände. Und wenn du diese Sammlung dann nicht einsetzt, um Dinge zu verstehen, die in deinem Herzen begraben liegen, dann holen dich diese Dinge wieder ein. Sobald die äußeren Umstände wechseln und du deine gute Sammlung nicht mehr aufrechterhalten kannst, holen dich diese unverstandenen Anusayas, das sind tiefe Strömungen, die in Latenz in unserem Herzen begraben liegen, holen dich wieder ein. Mit anderen Worten, er sagt, wenn ihr nur Sammlungsmeditation betreibt, dann ist es so etwas wie Lokalanästhesie. Ja. Ihr könnt euch zwar sehr still machen, das kann sehr erhaben, sehr nett, sehr dramatisch sein, ja, da können die Funken sprühen und das kann sehr beseligend sein, aber wenn ihr es dabei bewenden lässt, werdet ihr da wieder rauskommen müssen, ganz einfach, weil man da nicht bleiben kann. Man kann da nur auf Besuch gehen, man kann nicht dort einziehen. Und wenn ihr wirklich euer Herz gänzlich frei machen wollt und mündig werden wollt und erwachen wollt, im tiefsten Sinne des Wortes, dann ist es notwendig, dass ihr diese Sammlung einsetzt, um zu sehen, was euer Herz verstrickt, worin es verstrickt ist. Es reicht nicht, lokal Beruhigung zu erwirken, um dann, nachdem diese Beruhigung uns für eine Weile angehalten hat, wieder aus ihr aufzutauchen und uns mit denselben Problemen konfrontiert zu finden. Das reicht nicht. Sondern es ist nötig, dass ihr ergründet, untersucht, erforscht, tiefe Einblick nehmt. So die Theorie. Nun ist es in der Tat so, dass das alles zutrifft. Samatha als Übung, Samadhi als Erfahrung. Stellt euch vor, wenn ihr ins Casino geht und spielt und gewinnt. Samatha-Chips könnt ihr nicht eincashen am Schluss, versteht ihr? Die sind nicht konvertibel. Die müsst ihr da drin lassen. Konvertibel ist erst, was ihr von eurer Sammlung umgemünzt habt in Erkenntnis und Einsicht. Das könnt ihr rausnehmen, das ist mobil. Das funktioniert auch unter Alltagsbedingungen. Die Samatha hat einen großen Wirkungsgrad, indem sie uns beruhigt und indem sie uns eine Alternative zu Glück vor Augen führt, indem sie unsere Einsichtsfähigkeit beträchtlich erhöht. Aber sie bleibt instrumental, versteht ihr? Ihre Wirkung ist im Hinblick auf die Erkenntnisfähigkeit. Das ist einer der großen Gründe für Samatha-Praxis. An sich ist Samatha-Praxis nicht das, was das Herz frei macht. Leider ist es in der Praxis nicht ganz so simpel, wie sich das mit dieser Theorie, mit dieser hübschen Narrative so darstellen lässt. In der Praxis stellt sich heraus, dass einer der Gründe, weshalb wir nicht Einsicht nehmen können, weshalb wir Dinge nicht verstehen und weshalb wir keine Erkenntnisse gewinnen, der Umstand, dass wir nicht ruhig genug sind. Dass die Idee einfach hinzusetzen und Vipassana zu machen, eine Illusion ist. Wenn ihr euch hinsetzt und nicht ruhig seid, dann macht ihr nicht Vipassana, sondern ihr denkt. Ihr sitzt da und denkt. Und das ist ehrenvoll, aber das ist nicht unbedingt erleuchtungstauglich. Da sitzen und denken. Man kann Dümmeres machen, aber es ist nicht in dem Sinne befreiend. Und es ist die Erfahrung aller,
Menschen, die in dieser Praxis unterwegs sind, dass es eine realistische Fertigkeit unsererseits braucht, unsere überanstrengten Hirntätigkeiten runter zu modulieren. Ja. Es ist notwendig, dass wir lernen, uns zu beruhigen. Es ist notwendig, dass wir lernen, stiller zu werden. Es ist notwendig, dass wir lernen, Dinge plötzlich eins nach dem anderen zu machen, statt alle miteinander. Niemand glaubt mehr an Multitasking. Versteht ihr? Nicht einmal Frauen können das. Die buddhistische Tradition ist insistent, dass es Sammlung braucht. Es braucht Sammlung aus drei Gründen. Der erste Grund, weshalb es Sammlung braucht, wird oft unterschlagen. Sammlung bedeutet eine Form von Glückseligkeit. Es ist eine direkte Möglichkeit, Wonne, Beseligung, Glück, ein großes, intaktes Heilsein zu erfahren, ohne dass wir unsere äußeren Sinne stimulieren. Das meiste an Glückssuche für viele Menschen hat damit zu tun, das zu kriegen, wonach wir uns sehnen. Das vorzufinden, mit denen zu sein, die wir lieben, das zu tun, was wir gern machen, das zu essen und so weiter. Es geht für ganz viele von uns, wenn es um Glück geht, um die Erfüllung von Dingen, die wir über unsere Sinne erfahren. Sammlung ist eine Möglichkeit, dieses Herz zu stillen und eine Süße zu erfahren, ohne dass wir zum Kühlschrank, zu der DSL-Leitung, zu Freunden gehen, versteht ihr? Es ist eine Möglichkeit und unterschätzt nicht die Macht einer solchen Befähigung, zu wissen, dass es etwas gibt, das in mir ganz, ganz zufrieden sein kann, ohne dass ich das füttern muss über meine äußeren Sinne. Das gibt eine Zuversicht und eine tiefe Erfahrung von Heilsein und Intaktsein, die uns ganz, ganz oft abgeht. Zu wissen, dass es mir möglich ist, still zu werden. Vielleicht nicht auf Fingerschnippen, aber dass es, wenn ich mich hinsetze und wenn ich meinen Geist mit ein paar einfachen Übungen, die ich Jahre geübt habe, zu besänftigen vermag, und ich weiß, dass es, egal wie laut, wie bewegt, wie aufgebracht es sich anfühlen mag, dass es da ruhiger wird und tiefer, tiefer ruhig wird. Das ist sehr, sehr beruhigend zu wissen. Das ist sehr, sehr Anlass zu Zuversicht und zu Vertrauen und zu einer tiefen Form von Sicherheit einfach. Und dieses zu können, dieses Glück zu spüren, ist ganz, ganz wichtig. Es macht uns unabhängig, es macht uns weniger, ja, als Psychotherapeut würde ich wahrscheinlich sagen, weniger oral. Es macht uns weniger so bettelnd und hungrig und erwartungsvoll und wünschend, dass diese Welt uns doch endlich anerkennt und nährt und streichelt und hegt und versorgt und sich um uns bekümmert. Es lässt uns irgendwie mehr in uns ruhen. Und ganz vielen Menschen geht das ab. Ja, es braucht nicht viel diagnostisches Vermögen, um das festzustellen, dass wir in ganz vielen Menschen sind, denen vieles abgeht. Wir sind Menschen, die mehr haben als die meisten anderen Menschen auf diesem Planeten und dennoch sind wir oft in dieser defizitären Mangelposition. Ja. Wer kennt das nicht, dieses nie genug? Ja. Irgendwie dieses nie genug im eigenen Leben. Ich kenne das zu Genüge. Die Erfahrung von Samatha, und sei das nur im bescheidenen Maße, ich rede noch nicht einmal von einer Verwirklichung aller Jhanas, aber einfach die Gewissheit, dass es möglich ist, dieses Herz zu stillen und dass es mir möglich ist, dieses Herz zu beruhigen, wo immer es gerade ist jetzt. Wenn ich mich hinsetze, wenn ich Zuflucht nehme und wenn ich meinen Atem ins Bewusstsein willkommen heiße und auf diese Weise dieses Herz zu stillen vermag, dann hilft mir das ungemein. Selbst wenn ich unruhig bin, beruhigt es mich, das zu wissen. Und das ist eine Grundlage für Gelassenheit und für Sicherheit und für eine innere Ruhe, die nicht zu unterschätzen ist. Die buddhistische Tradition hat große Wertschätzung für diesen Aspekt von Praxis. Auch wenn sie sagt, letztlich macht dich das nicht frei, aber das ist ein unglaublich kostbares Gut, so etwas zu können. Die Fertigkeit zu haben, das zu tun, die Gewissheit zu haben, dass es funktioniert
und die Zuversicht zu haben, dass man das anwenden kann, auch unter nicht Schönwetterbedingungen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt von Sammlung. Der zweite, der wird vielleicht noch mehr unterschlagen. Die Erfahrung von Sammlung schafft einen Kontrast in unserem Befriedigtsein, in unserer Glückserfahrung und zu merken, dass es ein Glück gibt, das nicht von meinen Sinnen abhängt, gibt mir überhaupt erstmals eine Perspektive auf mein Sinnenglück. Also es gibt mir eine Perspektive auf das, was über meine Sinne an Glück zu erfahren ist. Solange ich nicht eine innere Sammlung zu etablieren vermag, solange ich das Glück von Geistessammlung nie gekostet habe, scheint mir Sinnenglück das Einzige, was es gibt an Glück. Versteht ihr? Und wenn dann die Buddhisten kommen und euch auffordern, euren Geist zu sammeln, dann fühlt sich das so an, als ob man euch das bisschen Glück, das ihr zusammengeklaubt habt, auch noch nehmen will. Dann kommen diese Buddhisten und wollen allen Spaß aus eurem Leben rausholen. Sie wollen das auch euch noch versauern und wegnehmen. Und das ist ein bisschen anders, wenn ihr die Beseligung und die tatsächliche Gestilltheit des Herzens, ja, das ist vielleicht das schöne Wort dafür, das Gestilltsein des Herzens erfahren habt. Und sei es nur in bescheidenem Maße erfahren habt, dass es möglich ist, dass ich ein ganz zufriedener Mensch sein kann. Einfach nur ich in meinem Kämmerchen, der ich da sitze und auf meinen Atem achte und spüre, wie sich dieser Geist versüßt. Das gibt mir bereits einen Kontrast auf das Bananeneis im Kühlschrank. Ja. Das heißt nicht, dass das Bananeneis nicht köstlich schmeckt. Ich persönlich halte viel von Bananeneis. Aber es ist plötzlich nicht mehr die alleinige Metapher für Glück, für Genuss, für Gestilltheit. Versteht ihr? Es schafft uns überhaupt erst einmal eine Perspektive, indem es einen Kontrast, eine Gestilltheit des Herzens ermöglicht, die nicht von äußeren Einwirkungen auf meine Sinne, die nicht von meiner Manipulationsfähigkeit der Umwelt abhält, genug Bananeneis zu produzieren oder die richtige Sorte oder so. Das ist ganz, ganz dramatisch in unserem Verhältnis zu Sinnlichkeit, das ist dramatisch in unserem Verhältnis zu Sicherheit, zu Komfort. Das macht ganz viel anders in unserem Leben, wenn es möglich ist, zu wissen, dass da drin eine Art Glück wächst und wachsen kann, die mich zufriedener zu machen versteht, als jede Menge an Bananeneis oder was immer euer Bananeneis ist. Das ist wichtig. Seht ihr, wenn ihr den Hintergrund wegnehmt, dann bleibt der Vordergrund die Dominante. Auch wenn der Vordergrund sagt, ich bin nicht wirklich so wichtig, sobald ihr den Hintergrund wegnehmt, dann steht der Vordergrund als einziges da. Wenn es keinen Kontrast gibt zu dem Glück, das über unsere Sinne möglich ist, und der Buddha hat dieses Glück übrigens nie abgestrebt, denn er hat nur gesagt, es hält nicht an und ihr kriegt nie genug. Ja. Oder ihr kriegt mehr als genug und ihr werdet dessen überdrüssig, was euch vorhin noch Spaß gemacht hat. Das hat er gesagt. Aber wenn ich keine Alternative, keinen Kontrast dazu habe, dann scheint das Einzige. Versteht ihr? Und so sagen die Texte uns ganz klar, solange ich nicht tief, tief von Sammlung gekostet habe, wird mir immer das, was Glück, was über die Sinneserfahrung zu erhaschen möglich ist, wird mir immer unwiderstehlich sein. Es ist nicht eure Power, die euch befreit von Sinnesbegehren, sondern es ist die Erfahrung, dass es eine Gestilltheit gibt, die sich nicht über Sinnesbegehren verwirklicht. Und diese Erfahrung ist es, was letztlich unseren Griff nach der sinnlichen Erfüllung lockert. Vielmehr diese Erfahrung von einer nicht sinnlichen Gestilltheit als unsere zähneknirschende Verzichtsübung oder unsere Willensanstrengungen, uns Dinge zu verkneifen, auf die wir eigentlich Lust hätten. Das ist der zweite Grund, weshalb Sammlung von großem Gewicht ist. Der dritte, ich habe ihn kurz angesprochen, das ist dafür, wofür Sammlung in buddhistischer Psychologie berühmt ist. Sammlung ebnet das Terrain für die Arbeit der Einsicht, der Einsichtnahme. Das, was uns davon abhält, Sammlung zu erfahren, sind die fünf
Hindernisse des Geistes. Ich würde gerne verschieben, auf diese einzugehen. Lasst sie mich nur kurz nennen. Das erste ist Sinnesbegehren, das zweite ist Übelwollen, das dritte ist Schläfrigkeit und Mattheit, das vierte ist Aufgeregtheit und Gewissensunruhe und das fünfte ist Zweifel. Diese fünf, die kommen übrigens oft im Team. Diese fünf sind zum einen das, was uns abhält davon, dass der Geist sich sammelt, und zum anderen sind sie das, was wegbleibt, wenn der Geist gesammelt ist. Und unter der Wirkung dieser fünf Hindernisse funktioniert unsere Erkenntnisfähigkeit beträchtlich schlechter. Also eine der Funktionen von Sammlung ist, diese fünf Hindernisse zu plätten oder zu entkräften. Und wenn diese fünf Hindernisse in wesentlichen Teilen entkräftet sind, dann scheint unsere Optik eine sehr viel klarere Optik. Unsere Erkenntnisfähigkeit ist zwar a priori gegeben, aber sie ist nicht immer gleich gut. Es ist kein Geheimnis, dass unter dem Einfluss von starken Emotionen diese Erkenntnisfähigkeit massive getrübt ist. Auf vielen Ebenen, schon auf Wahrnehmungsebene, dann auf Verarbeitungsebene, auf Handlungsebene, selbst bis in die Motorik rein, ist unter starken Emotionen unser Zugriff zur Welt beeinträchtigt. Sobald der Geist gesammelt ist, scheint es, als ob sich die Sicht klärt, wie an einem Föhntag, ja, wenn die Staubpartikelchen weg sind und es, oder wenn es geregnet hat und plötzlich scheinen die Berge ein Stück näher. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Es ist, als ob das Grün grüner ist und die Konturen schärfer. Und das ist im Wesentlichen eine Wirkung von Sammlung. Und diese Wirkung hat zu dem größten Nachdruck in buddhistischer Psychologie zur Empfehlung von Sammlung geführt, nämlich dass wir das Herz zu stillen und zu beruhigen vermögen. Zwar nicht endgültig, die latenten Neigungen lassen sich nicht beheben durch Sammlung, aber dennoch wird das, was unsere Erkenntnisnahme beeinträchtigt, so zurückgefahren, dass wir plötzlich tiefer verstehen. Es ist so, vielleicht werden unsere Fragen nicht beantwortet, aber wir erkennen, dass die Fragen verfehlt sind. Wir erkennen plötzlich das Gelände. Wir erkennen, wie etwas vor uns liegt und sich ausbreitet. Wie erkennen wir Sammlung? Was denkt ihr? Wie wisst ihr, dass ihr gesammelt seid? Das ist eine ernsthafte, nicht rhetorische Frage. Ihr seid dran. Wie wisst ihr, dass ihr gesammelt seid? Ja, bitte. Gefühl von Zeit verschwindet. Gefühl von Zeit verschwindet. Ändert sich. Ja. Okay. Andere Stimmen. Bitte. Wenn ich mich in meinem Körper zu Hause fühle und dessen bewusst bin. Mhm. Also eine Art, darf ich sagen, Wohlgefühl? Ja. Gut, also so verkörpertes, beheimatet sein. Ja. Andere Stimmen. Geistige Klarheit. Geistige Klarheit? Seid ihr ein bisschen scheu? Oder? Ruhe. Ruhe? Wo? Im Kopf oder im Bauch? Oder? Aha. Ist das etwas, was du spürst? Oder ist das etwas, was du... Oder mehr so eine Ruhe, die entsteht aus der Kontinuität der Bewegung oder die Wahrnehmung, die... Bewegungen wahrnimmt, also den Rhythmus oder ja. So, das ist eine Ruhe, kontinuierliche Ruhe. Aha. Da ist etwas, das ist ruhig und das kann Bewegung wahrnehmen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, bitte. Ja, also so in der Bauchgegend, also so da sein und das Denken sehen. Mhm. Das klingt jetzt, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Also es ist, du sagst, es ist dir möglich, dein Denken zu sehen und zugleich bist du in deiner Bauchgegend zu Hause, oder? Wie soll ich mir das vorstellen? Nein, es ist nicht in der Bauchgegend zu Hause, sondern das ist wie ein Wissen, das ist wie etwas, das weiß und gleichzeitig auch dieses Denken erkennt? Ja. Danke. Bitte. So etwas wie eine flexible Festigkeit.
die es mir ermöglicht, mit den Strömungen und dem Treiben um mich herum zu sein, aber nicht getrieben zu werden, sondern noch autonom zu reagieren. Flexible Festigkeit, wo ist das? Ist das etwas im Kopf oder im Beckenboden oder wo ist das? Ist das ein Gefühl oder eine Empfindung oder eine kognitive Verfasstheit? Oder? Das ist natürlich ein Daseinszustand. Ein Ganzer. Okay. Also das ist etwas nicht allein Intellektuelles, das nicht ist nicht was somatisch. Ja. Ja. Okay. Das ist so eine Verfassung. Flexible, wie hast du gesagt? Festigkeit. Aha, gefällt mir. Bitte. Wenn ich irgendwie etwas sehr Zielstrebiges fühle, etwas, wo ich weiß, ich will da hin, habe ich das Gefühl, es hängt mit Sound zusammen. Aha, also sollte es wie ausgerichtet sein, oder? Intention, Absicht, etwas. Aha, danke. Der Atem wird üblicherweise sehr langsam, fast schwach, niedere Frequenz, dass die Atemzüge wirklich sehr lange andauern, finde ich. Was machen die Gedanken, wenn ihr gesammelt seid? Sie verlangsamen sich. Aha. Es ist sicher nur noch ein Gedanke gleich, also nicht mehr mehrere gleichzeitig und vielleicht gerade bis hin zu Pausen zwischen. Wichtiger Punkt, ja. Bitte? Das Greifen lässt nach. Ah, ich bin dir dankbar. Das Greifen. Wo wird hier gegriffen oder wo wird nachgelassen beim Greifen? Wo ist das? Ist das im Herz oder im Bauch oder im Kopf? Das ist, also wenn die Aufmerksamkeit an einem Punkt wie geankert ist und da bleibt, aha, dann taucht etwas auf, aber ich sehe es und es ist, ich kann den Impuls sehen, dass es greifen wird, ich greife ihn. Okay, also du hast eine Art Handlungsfreiheit. Du spürst den Impuls, aber du musst ihm nicht nachgehen. Ja. Okay, sehr schön. Also das macht mich auch unabhängiger. Das macht mich nicht frei, aber unabhängiger. Ich höre die Autonomie von Michael da drüben auch mitschwingen in diesem. Ja, dieses. Da ist was und da bewegt sich was, aber ich muss nicht. Ich denke, das ist alles zutreffend, was ihr da sagt. Das ist ein komplexes Ding, Sammlung, das ist für manche Menschen taucht es einfach auf als zuallererst als eine Entschleunigung. Ja. Es ist so, als ob wir mehr Zeit haben, weil die Dinge, die stattfinden, uns mehr Raum lassen und wir weniger den Eindruck von Enge haben. Dann geht es oft einher mit bestimmten körperlichen Phänomenen, wenn ihr plötzlich werden die Muskeln weicher. Oder es hat zu tun mit einem, dass euer Wahrnehmungsfokus sich anderswohin bewegt, dass es plötzlich möglich ist, irgendwo tiefer in euch hineinzusinken und dort zu bleiben. Oft wird es beschrieben als eine größere Gelassenheit. Dinge finden nach wie vor statt, aber es scheint, dass ich weniger anspringe drauf, als ob ich mehr Zeit, mehr Handlungsspielraum habe. Und ich kann auch nicht eintreten auf Dinge. Ganz einfach ist es, wenn ihr das bei Gedanken seht. Manche Gedanken, die kommen hier durch, ja, und da sind sie besonders glaubwürdig. Ich bin dieser Gedanke. Wenn ihr gesammelt seid, dann taucht dieser Gedanke vielleicht so auf. Ja? Das ist noch nicht eine tiefe Sammlung. Tiefe Sammlung hat keine Gedanken mehr, aber Gedanken kommen vielleicht hier. Und dieser Raum hier macht es euch leichter möglich zu sehen, ah, ein Gedanke, schau mal an, der kommt von irgendwo, der macht seine Nummer und dann geht der. Ja? Hier habe ich die große Versuchung, mich mit dem Inhalt des Gedankens auseinanderzusetzen. Ich habe das Gefühl, der will was von mir, oder ich will, dass der aufhört. Hier habe ich all diesen Raum zwischen dem Gedanken und mir und links und rechts und es scheint, als ob ich auf den eingehen könnte oder auch nicht. Und wenn ich nicht auf ihn eingehe, dann geht der meistens ganz folgsam hinter die Bühne und fällt runter und wir wissen nicht, wohin. Und macht nichts mehr. Das ist wichtig, dass ihr für euch rauskriegt, wie sich das anfühlt, Sammlung. Lasst das nicht einfach in den buddhistischen Texten. Ich weiß, dass ihr Sammlung erfahrt. Wir alle erfahren Sammlung, episodisch, punktuell. So wie wir episodisch und punktuell Aufmerksamkeit erfahren. Es ist wichtig, dass ihr das
nicht verleugnet oder unter den Teppich kehrt. Manchmal erfahren wir Sammlung unter außerordentlichen Umständen, in einer Krisensituation. Plötzlich wissen wir, was wichtig ist. Dinge ordnen sich, die Sequenz klärt sich, was kommt vor was. Oder unwichtige Dinge fallen weg. Ihr geht klettern und euer Freund, der immer den Vorstieg macht, verletzt sich und plötzlich müsst ihr den Vorstieg machen. Und irgendwie, wenn ihr da eine Schuhgröße über eurem Komfortniveau im Vorstieg klettert und es gibt 300 Meter Luft unter euren Füßen, denkt ihr nicht mehr an eure Rechnungen, an eure Unbezahlten. Oder ihr denkt nicht mehr, dass ihr das Auto zur Reparatur bringen müsst. Das ist irgendwie wie abgefallen von euch. Jetzt geht's darum zu überleben. Jetzt geht's darum, euch und euren Freund hier rauszubringen. Das ist, was wir uns sehnen. Dieses Leben aus einem Guss, nicht? Das, die Erfahrung an einem Stück, dieses nicht mehr fragmentierte. Deshalb machen wir manchmal außerordentliche Dinge, weil wir die Nase voll haben von unserer Komplexität, von unserer Vielfalt, von unserem Hin- und Hergerissensein, von unseren Opportunitätskosten und solchen Sachen. Wir sehnen uns, je fragmentierter unser Erleben ist, umso mehr sehnen wir uns nach einem Stück, nach Ganzheit, nach hohen Konzentrationen. Sammlung schafft das. Unser Organismus produziert Sammlung in Momenten der Gefahr, in Momenten der Not. Das liegt vielleicht auch unseren Gefahrensportarten zugrunde, dass etwas in der Fragmentierung unseres Lebens wegfällt, sobald wir uns in Gefahr begeben. Und dieses Gefahr erleben und sie überleben hat eine unglaubliche Süße. In der Gefahr fällt alles Triviale von uns ab. Und aus der Gefahr herauskommend haben wir massive Endorphinschübe, nicht? Das ist so wie die kleine Antilope, die merkt, dass sie es geschafft hat, dass sie nochmal davongekommen ist. Wenn ihr das mal so anguckt, die Sprünge von Tieren, die wissen, dass sie gerettet sind, die sind geradezu ekstatisch, ja, in ihren Bewegungsabläufen, wenn sie merken, dass sie noch einmal davongekommen sind. So etwas passiert für uns auch. Sammlung als meditative Übung sucht denselben Zustand, aber geht in die andere Richtung. Statt das Volumen aufzudrehen, ja, sagen wir Gefahr oder Intensität, versuchen wir die Schwelle abzusenken. Wir sagen, ich bin nicht nur aufmerksam, wenn es mir an den Kragen geht, wenn es um Tod und Überleben geht, sondern ich bin bereit, aufmerksam zu sein auf jede krumme, kleine, graue Einatmung. Ich stelle keine Bedingungen an Intensität, bevor ich meine kostbare Aufmerksamkeit gewähre. Ich gewähre sie bereitwillig. Statt dass ich nach dem größten Reiz frage, der meine Aufmerksamkeit verführen darf, sage ich, ich gebe meine Aufmerksamkeit bereitwillig hin. Ich sitze da, eine Einatmung, das ist mir aufregend genug. Ja? Und ich gebe mich dieser Einatmung gänzlich hin. Das ist genau dieselbe Geste, in der wir Sammlung erfahren. Nur geht das Vorgehen in die umgekehrte Richtung. Während die Intensitätssuche über Sinnesstimulation und möglicherweise Lebensbedrohung in diese Richtung geht, Volumen aufdrehen, Intensität aufdrehen, geht die meditative Schulung in die andere Richtung und sagt, statt dass ich das Volumen aufdrehe, drehe ich es zu. Ich gehe auf die einfachsten Dinge mit bereitwilligster Aufmerksamkeit hin. Und wenn ihr das eine Weile tut, merkt ihr plötzlich, dass das funktioniert. Da, wo vorher grau war, wird es plötzlich schillernd und bunt und lebhaft. Was unvorstellbar langweilig ist, ja, tagelang hier oben zu sitzen, kann sich als sehr, sehr interessant, aufschlussreich, faszinierend, geradezu spannend herausstellen. Lasst mich ein zentrales Element dort drin herausarbeiten, das nennt der Buddha Sati. Das Wort dafür ist natürlich die berühmte deutsche Achtsamkeit oder das englische Mindfulness. Das sind taugliche Begriffe, wenn auch etwas einschränkende Begriffe. Ich brauche vielleicht ein halbes Dutzend Wörter für dieses Phänomen, für diese Funktion des Geistes, die vielleicht alle mindestens ebenso gut sind wie das Wort Achtsamkeit.
ich brauche oft den noch weniger spezifischen Begriff Aufmerksamkeit. Und wenn diese Aufmerksamkeit eine bestimmte fließende Qualität erreicht, dann nenne ich das Achtsamkeit. Die Tücke mit dem Achtsamkeitsbegriff ist die, dass wir insgeheim alle glauben zu wissen, was das ist, ja, weil es ein so hausbackenes deutsches Wort ist. Eigentlich wissen wir nicht wirklich, was Achtsamkeit ist. Wir haben viel klarere Vorstellungen, was Unachtsamkeit ist, weil das ist gut definiert. Ja, Unachtsamkeit ist, wenn Dinge absemmeln, Dinge verschütt gehen, Dinge anbrennen, dann ist Unachtsamkeit. Und Achtsamkeit ist das Gegenteil. Ja, wenn nichts absemmelt, nichts verschütt geht, nichts anbrennt. Und wann geht nichts verschütt, semmelt nichts ab, brennt nichts an? Wenn ich aufpasse. Also, großartiger Schluss. Was der Buddha mit Achtsamkeit gemeint haben muss, ist aufpassen. Ja. Besser aufpassen. Ja. Und wenn ihr euch den Buddha einmal so umgedeutet habt, dann habt ihr aus seiner Darlegung von Achtsamkeit oder Geistesgegenwart, habt ihr eine Art Kontrollpraxis gemacht, ja. Und ihr werdet zu eurem eigenen Aufpasser. Das ist vielleicht ganz nützlich, aber es ist zweifellos nicht, was der Buddha gemeint hat, und es ist zweifellos nicht befreiend, ja. Sondern ihr habt dann einfach noch einen Aufpasser, auf den ihr aufpassen müsst. Und meistens gibt es nicht sehr angenehme Gefühle, wenn auf euch dauernd aufgepasst wird und möglicherweise noch bewertet. Es macht also Sinn, dass wir versuchen, klar herauszukriegen, was diese Sati denn für den Buddha gewesen ist, nachdem wir sie einmal zur Achtsamkeit umdefiniert haben. Ein Aspekt von Sati ist, dass es bestimmte Prozesse begleiten kann. Sati ist fähig, sich an einen Einzelaspekt in meinem Erleben zu heften, und diesen Einzelaspekt, während er sich wandelt, zu begleiten. Ja? Sati schafft eine Kontinuität in der im Fokus meines Erlebens. Das ist was ganz Wichtiges von Sati. Sati vermag es, an etwas dran zu bleiben. Ich habe gestern Abend kurz vom Kürbis, glaube ich, geredet. Ja? Der Kürbis, der wegtreibt, der eben nicht ist wie Sati. Sati treibt nicht weg. Es kann an etwas dranbleiben, das es gewählt hat und dieses in seinen Wandlungen begleiten. Das ist ein Aspekt von Sati. Der ist zeitlich, er hat zu tun mit Kontinuität. Eine andere Komponente von Sati, die ist nicht zeitlich, die ist räumlich. Die hat damit zu tun, dass es einen Bereich gibt, in den ich meine Sati, hier wäre das Wort Gewahrsein vielleicht besser, dieses Gewahrsein richte und ein Gewahrsein, das groß genug ist, um verschiedene Ereignisse, die auftauchen und wieder verschwinden, zu beheimaten. Sati ist räumlich in diesem Kontext. Sati ist eine Art Erlebnisraum, in dem einzelne Dinge auftauchen, ihr Ding machen und wieder verschwinden. Sati geht nicht mit den einzelnen Dingen, sondern es hält den Raum. Es kollabiert nicht auf das Ereignis, auf den Prozess, auf den Gegenstand. Sati ist das Rohmaterial sowohl für Geistessammlung als auch für Erkenntnis und Weisheit. Wenn es um Sammlung geht, dann ist der Aspekt von Sati, der Stabilität schafft, der zu fixieren vermag, der zu verweilen vermag, der ankert, dann ist dieser Aspekt ganz besonders wichtig. Die Intensität der Verbindung, der Beziehung zu einer von mir gewählten Sache. Und diese Intensität von Sati destilliert sich nach und nach in Geistessammlung. Es gibt eine berühmte These, dass der Buddha zwei Sorten von Meditation unterrichtet hat. Die eine heißt Samatha und dabei geht es um Stille und die andere heißt Vipassana, da geht es um Erkenntnis und dass das zwei verschiedene Techniken oder Methoden sind und dass die im Wesentlichen dass es da Überschneidungen gibt, aber im Wesentlichen sind sie ein bisschen feindselig und man muss sich entscheiden, welche man macht. Das ist nicht mein Verständnis. Mein Verständnis ist, dass es eine Sorte von Meditation gibt und die hat zwei wesentliche Aspekte. Eine davon hat mit Stille und Samatha zu tun und die andere hat mit Weisheit und Einsicht zu tun. Und keine dieser Aspekte darf so verstanden werden, dass er den anderen aussticht oder gar konkurriert. Ajahn Chah, simples Bild, ist, dass wenn ihr einen Ast aufhebt, egal an welchem Ende, wenn ihr ihn lange genug aufhebt, dann habt ihr beide Enden des Astes mit dabei.
Ob ihr dann am Samatha-Ende anfasst, wenn ihr ihn hochhebt, dann kriegt ihr den, das Vipassana-Ende. Oder wenn ihr das Vipassana-Ende anfasst und ihn hochhebt, dann kriegt ihr auch das Samatha-Ende, weil es ist derselbe Ast. Das ist ein Verständnis von Einsicht und stille Meditation, das mir plausibler scheint als die Konstruktion dieser Aspekte von Meditation aus zweier verschiedener, möglicherweise konkurrierender Methoden. In der Praxis ist es so, dass es notwendig ist, unsere verrückten Geistestätigkeiten runter zu modulieren. Kaum anzunehmen, dass es zu irgendeiner Zeit bewegter gewesen ist für Menschen. Das ist kaum eine, ich vermute nicht, dass es Leute gegeben hat, deren Lebenskomplexitäten größer war als unsere. Und wir haben Unterhaltung und so demokratisiert, dass wir selbst blutarm sein können und uns immer noch zu Tode zerstreuen. Ich glaube, das ist schlimmer heute, als es zu je einer Zeit vermutlich gewesen ist. Und das macht auch die Notwendigkeit von Sammlungsmeditation für unsere heutige Zeit größer. Es ist absolut unentbehrlich, dass wir lernen, unsere Herzen zu stillen, unseren Geist zu beruhigen. Und ich kenne nichts Besseres dazu, als die Übung von Körperachtsamkeit und die Übung von Atmungsachtsamkeit, weil beide dieser Prozesse unsere Aufmerksamkeit in einer ganz unnachahmlichen Weise immer wieder in den gegenwärtigen Augenblick bringen und aus dem vornehmlich begrifflichen und diskursiven Getümmel herausführen. Das ist diese Welten, die wir um unsere Köpfe herumtragen, dieses Verlorengehen in diesen Welten, das uns davon abhält, dem Teil in uns, der still werden möchte und still werden kann, nicht zu trauen. Es ist so, als ob der Geist eigentlich gerne sich sammeln möchte, aber wir scheuchen ihn immer wieder auf. Wir scheuchen ihn immer wieder in diese Welten, meine Beziehungs-, meine Berufs-, meine Karriere-, meine Familienwelten hinein, meine Welten des Wollens und Welten des Nichtwollens, meine Welten der, meine Geschichte und meine Zukunft. Ja, das sind alles Welten, in die wir unsere Aufmerksamkeit und unsere geistige Energie immer wieder hineinscheuchen. Im vermeintlichen Versuch, Klärung zu finden oder Entschiedenheit zu finden oder Orientierung zu finden. Aber de facto ist es das, was uns hindert, diesen tiefen Pol unseres Geistes besser zu verstehen, mit ihm vertrauter, mit ihm intimer und inniger zu werden. Und ich möchte euch bitten, wenn ich jetzt absetze, dass ihr nachdenkt darüber, wie das ist für euch Sammlung. Wann in eurem Leben seid ihr gesammelt gewesen? Denkt nicht nur daran, dass das in formeller Meditationspraxis stattfinden kann. Vielleicht findet das beim Backen statt oder beim Wandern oder beim Fotografieren oder beim Lesen. Ich bin sicher, dass es in eurem Leben Augenblicke gibt, wo ihr außerordentliche Verfassungen von Sammlung erlebt habt. Und ich möchte, dass ihr das nicht unterschlagt, auch wenn das nicht eurer Vorstellung von formeller Meditation entspricht. Es ist wichtig, dass das, was wir hier tun, irgendetwas zu tun kriegt mit dem, was eh stattfindet in eurem Leben. Wir machen nicht etwas ganz anderes hier. Ihr alle wisst, was Sati ist, sonst wärt ihr nicht hier. Ihr schafft es nicht, hierher zu kommen ohne Sati. Sati ist nicht außerordentlich. Das Außerordentliche an Sati ist ihre Kontinuität und ihre Standfestigkeit. Aber episodische, punktuelle Aufmerksamkeit haben wir alle. Wenn wir das nicht haben, dann gibt es Leute in weißen Kitteln, die uns schwere Diagnosen stellen. Also macht das nicht zu etwas Verrücktem, Außerweltlichem, was wir uns hier hingeben, sondern wir suchen, und ich bitte euch ernstlich über das nachzudenken, sucht in eurer Erinnerung, nicht notwendigerweise in formeller Meditationspraxis, aber ihr habt zwischendurch Zeit, sucht, fragt euch, wo in meinem Leben war ich gesammelt? Woran habe ich das erkannt? Wie erkenne ich das Gegenteil von Sammlung? Was ist, wenn ich nicht weiß, was Sammlung ist? Was ist Aufgeregtheit? Was ist Zerstreutheit? Was ist Verworrenheit? Wie erkenne ich das? Je klarer ihr das versteht für euch selbst, in eurer eigenen Sprache, in euren eigenen
Phänomenen, so was der Körper, was der Geist, was das Herz macht, umso leichter wird unsere Arbeit hier. Gut, lasst mich absetzen. Können wir vielleicht ein Fenster aufmachen? Kurz. Gibt es die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, irgendwann noch mal? Jetzt ist eine gute Möglichkeit. Die Erscheinungen haben unterschiedliche Intensitäten. Gehe ich über meine Sinneskanäle, richte ich mich in der Regel auf die höchstmögliche Intensität der Erscheinung. Nehme ich Sati als Werkzeug für Samatha, ist es einerlei, welche Intensität die Erscheinung hat? Oder gibt es vielleicht größere Früchte, wenn ich mich auf die höhere Intensität mit Sati richte? Ist die Wurst größer, die es schaffen will? Ja, so könnte es scheinen, nicht? Die Tücke ist ja nicht nur die, dass du eine lokal größere Samadhi möchtest. Du möchtest dein Herz in der Befähigung, solche Samadhi zu erlangen, bestärken. Das heißt, wenn die Samadhi lediglich auf die Dicke der Wurst zurückzuführen ist, dann heißt das nicht, dass dir diese Befähigung dann verfügbar sein wird. In der Praxis scheint sich etwas anderes herauszuschälen, nämlich, dass es für Samatha notwendig ist, dass du ein elementares Wohlgefühl findest in dir, mit deinem körperlichen und geistigen Erleben. Also, dass du es dir quasi mit dir selbst, so wie du jetzt bist, wohlmachen kannst. Eine direkte Übung dazu ist sicher Metta-Praxis. Das ist kein Geheimnis, dass Metta-Übung ein direktes Hilfsmittel ist für die Sammlung zu stärken. Also vielmehr als die Intensität der Wurst oder der Größe der Wurst würde ich eine grundsätzliche, ein angenehmes, ein Wohl, einen Aspekt deines körperlichen Erlebens, mit dem du wohl bist, empfehlen. Das ist wahrscheinlich nicht die Sorte von Wurst, die du dir vorstellst, aber die Praxisempfehlungen gehen ziemlich alle in dieselbe Richtung, dass du etwas Schönes suchst, etwas Angenehmes suchst, etwas, was deinem Geist entgegenkommt. Während Vipassana Praxis oft die Konfrontation sucht oder das Ergründen, wo du nicht die Frage nach dem Wohl stellst, sondern wo du verstehen willst, was einen Prozess in Gang hält, geht die Samatha Praxis davon aus, dass du ruhige Umgebung suchst, dass du gute Nahrung suchst, dass du Temperaturen suchst, die dir bekommen, dass du ein Objekt, zum Beispiel einen Empfindungsteil deiner Atmung suchst, der es deinem Geist leicht macht, dorthin zu gehen. Du suchst nicht den schwierigsten oder den feinsten, sondern du suchst einen, der sich quasi anbietet und dass du dich dort abholen lässt. Aber es ist nicht so, dass du besondere Intensitäten suchst, weil gerade die besonderen Intensitäten den Geist immer wieder aufwirbeln oder ihn binden. Antworte ich auf deine Frage? Ja, und gleichwohl ist es doch so, dass diese Zustände bewusst gesucht werden eigentlich, also diese Intensitäten, Widerstände. Ich kann Samatha hier in einem geschützten Rahmen versuchen zu erreichen oder auf der Verkehrsinsel. Ja, also ich nicht, aber es gibt Leute, die das wohl machen können. Und dahingehend ist so, also du hast uns ja auch vorhin gebeten, uns auf eine angenehme Empfindung zu fokussieren. Ja? Ja. Kann man mal vorstellen, vielleicht kommt ja nochmal eine Bitte, uns auf die weniger angenehmen Zustände oder Empfindungen zu fokussieren. Es ist zu befürchten, ja. So, und ich meine, da habe ich bessere Gründe dafür haben. Ja, so, dahingehend auch die Frage. Ja. Ja. Also macht es uns letztendlich ist leichter oder ist unsere Samatha fester, gefestigter, ist sie intensiver, ja, wenn ich mich mit den Widrigkeiten und den Widerständen eher beschäftige? Wir reden hier von zwei Feldern. Das eine Feld, um das es mir geht, das ist die Pädagogik, verstehst du? Du musst, wenn du etwas lernen willst, da beginnen, wo die Leute motiviert werden können, etwas aufzugreifen und es von dort fortzuführen. Quasi die Meisterklasse, da machst du Samatha mit Schmerz. Aber damit beginnst du nicht. Das wirft dich einfach ab. Ja?
Ja, weil wenn du keine große Samadhi hast und Schmerzen hast, dann wirst du dich da einfach, wirst du dir die Zähne ausbeißen und dann wirst du abgeworfen und frustriert. Weil das ist sehr schwierig, wirklich Schmerzen zu haben und den Geist nicht unter diesem Schmerz zersplittern zu lassen. Und während das zwar wünschenswert ist, ist es von der Didaktik her nicht sehr empfehlenswert, dort anzufangen. Du verlierst einfach Leute. Deshalb schreiben wir das auch nie in die Broschüren, weißt du? Kommt und ringt mit eurem Schmerz. Mitgefühl und Herzensöffnung. So. Gut. Gut, dann lasst uns ein paar Minuten Stille sein.